Hallo zusammen. Ich bin jetzt in diesem kleinen Örtchen Sohn, S-O-N, was zur Gemeinde Vespi gehört. Das steht im Grunde in keinem Reiseführer oder sowas. Ist dem geschuldet, dass ich im Nachbarort Dobrak war und dass da so voll war. Der Ort an sich sah echt toll aus, aber da war heute wohl verkaufsoffener Sonntag. Vielleicht haben die auch immer offen, ich weiß es nicht. Und noch ein Trödelmarkt und ein Motorradtreff und ein Audi-Golf-Turnier. Also alles Mögliche. Und war mir einfach zu voll. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre einfach entlang des Wassers und suche mir ein schönes Örtchen und bin jetzt hier in diesem Ort Sohn gelandet. Hier auch einmal der Blick zur anderen Seite, so entlang dieses Kanals. Muss ich auch nicht verstehen. Tja, wenn ihr mögt, wie immer, dranbleiben und schauen, was da noch kommt. Ich habe selbst wieder keine Ahnung. Ja, ich bin übrigens zu Fuß unterwegs, weil irgendwie muss ich mir die Beine heute mal vertreten. Weder Fahrrad fahren noch Auto. Einfach mal ein bisschen laufen. Muss auch mal sein. Und hier entlang eines Hafens gibt es ja auch genug zu gucken, dass man herlaufen kann. Daher ist das für mich dann auch erträglich. Auch wenn das Wetter nicht unbedingt danach aussieht, es sind 20 Grad. Und jedes Mal, wenn die Sonne rauskommt, weil es immer so wechselnd bewölkt, ist richtig angenehm wieder. Hat ja schon was Imposantes, wenn die hier so reinschippern. Aber es sieht gerade so aus, als wenn die ablegen oder gerade anlegen mit diesem V48. Das ist natürlich Brummer. Und jetzt hier so auf den zweiten Blick ist auch einiges los. Aber das ist doch mehr als nur so ein Mini-Örtchen. Schön. Komisch, dass das nicht im Reiseführer steht. Und direkt hier am Hafen entlang dann auch diese Cafés und Restaurants. Und bei uns würde man sagen, Biergarten gibt es hier auch. Da kommt schon die nächste kleine... Was ist das denn? Gaststätte. Schön. Das hat schon eher so mein Ambiente, was mir gefällt. Genauso wie hier die klassischen Holzboote. Oh, die sind ja mal schön. Extrem schmal. Bestimmt sehr schnell. Hier steht sogar so eine Beschreibung, habe ich gar nicht gesehen. Von 1921. 12 Meter lang, 1,65 breit angeblich. Das ist die linke von den beiden. Aber von 1921, nicht schlecht, 100 Jahre. Ist das nicht schön urig? Und es duftet nach frittierten Fisch. Ärgert mich jedes Mal, dass ich den nicht darf. Auch hier so ein kleiner Park. Und hier geht es weiter über die Geesterbrücke. Schrieb sich wie Geisterbrücke. Und die Leute genießen das hier draußen zu sitzen. Schaut euch das mal an. Ja, und hier vor diesem Gebäude von 1761 ist sowas wie ein Marktplatz. Natürlich auch mit Blick auf den Hafen und der Riesenanker, wie in jedem Dorf, in jeder Stadt. Also ich behaupte einfach mal, dass dieses Örtchen Sohn, mit Doppel-O übrigens, S-O-O-N, hier einmal schön zu sehen, definitiv eher was für die gut Betuchten ist. Wenn ihr euch hier umschaut, werdet ihr verstehen, warum ich den Eindruck habe. Und hier nochmal so ein schöner Blick über die Privatanlegestellen, die vorgelagerten Scheren wieder und das ein oder andere schöne Bötchen. Jetzt schaue ich mir mal den Rest von diesem kleinen Örtchen an, was gar nicht so klein ist, wie es auf der Landkarte aussah. Auch so
so in der zweiten Reihe. Das hat richtig Charme hier, das Örtchen. Und hier geht's zum Atelier Elisa. Da schaue ich doch mal rein. Ja, das erste ist hier nicht so unbedingt meins, aber das, was da hinten an der Tür hängt, mit den Spiegelungen ganz links, das gefällt mir wohl doch. Sowas in der Art hier. Finde ich schon echt ansprechend. So in deiner Spachteltechnik. Ich latsche einfach mal komplett den Berg hier hoch und verschaffe mir von da eine Übersicht. Aber wisst ihr, was gemein ist? Hier riecht es nach Brathähnchen. Aber so richtig. Das ist im Bulli eher schwierig umsetzbar. Also im Grunde bin ich hier am höchsten Punkt. Aber um das Wasser da zu sehen, müsste ich über den Privatgrund. Und das ist auch hier bestimmt nicht erwünscht. Also wieder runter. Café Oliven. Auch schön hier draußen so. Und hier vorne wieder alle in diesen schönen Trachten. Und hier unten drin ist eine Pizzeria. Mit richtigem Feuer im Ofen. Und dem besonderen Pizzataxi. Ein Pizzaflitzer. Da passen schon ein paar Pizzen drauf. Diese Schilder Minibank finde ich auch immer gut. Das sind EC-Automaten. Hier in dem vorderen Gebäude ist auch wieder so eine Galerie untergebracht, die viel Töpferware hat. Dann geht es hier weiter. Was die genau anbieten. Irgendwas mit Ehringen. Und daneben ein Florist oder Floristin. Hier ist wieder mal so ein Beispiel. Eine Garage, die sich manch einer, unter anderem auch ich, definitiv schon als Eigenheim vorstellen könnten. Nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Ja, hier steht Sonne mal richtig. Also S-O-N heißt der Ort und gehört zur Gemeinde Vestby. Da sieht man es auch nochmal auf dem Schild. Dann war da unten das beim Hafen mit den Seglern doch ein, wie im Englischen, das Soon wahrscheinlich. Auch hier wieder, wie in fast jedem Video mittlerweile, habe ich das Gefühl, ein schönes Käfer Cabrio 1303 LS. Auf den ersten Blick erstmal recht schick. Könnt ihr diese weiße Bank dort oben erkennen auf dem Felsen? Da wollte ich gerade eigentlich hin, aber selbst das ist privat. Von da hat man bestimmt eine gute Aussicht. Aber auch so sieht man ja einiges vom Örtchen. Ja, das sind jetzt die Neubauten, die ich vorhin von der Hafenseite gezeigt habe, wo dann die Cafés und Restaurants untergebracht sind. Und auch hier im Innenhof noch so der ein oder andere Kiosk, Physiotherapie. Der wird jede Ecke genutzt. Und da am Hafen ist der Jugendtreff. Die haben Musik an und definitiv ihren Spaß, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Ja, da haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Häuser, die auf dem Hang waren, wo auch die weiße Bank dann steht eigentlich. Und einen Kiwi-Markt. Wie gesagt, Supermärkte gibt es hier echt in jedem Ortsteil, Dorf oder wie auch immer. Ja, hier ist der Ort nochmal kurz aufgeteilt in seine kleinen Verästelungen. Da ist gut zu sehen, dass es doch nicht so viel ist, aber das geballte Geld ist vorne auf der Hafenseite, definitiv. Und die ist auch sehr schön, finde ich. Mittlerweile gehe ich hier entlang dieses Kleinkanals ins Sohn. Man muss da drüben sehen, dass der Abschleppwagen manchmal auch für Boote kommt. Ob das die gesündeste Art ist, ein Boot zu transportieren, bezweifle ich. Da die da auch mit der Brechstange gerade dran sind. Aber ich bin kein Bootsmann. Ich bin jetzt so ein halbes Stündchen von Sohn ungefähr raus. Und hier im Wald kommen jetzt noch so vereinzelt Häuser auf der linken Seite. Ansonsten die ganze Zeit ist ein natürlich schöner Wasserlauf hier. Was für mich persönlich immer besonders interessant ist, diese verschiedenen Uferkanten. Da erdig und bewachsen. Und dann ein kleines Stück weiter, so wie da jetzt. Dann der Fels, der schön zu sehen ist. Und auch hier die Wasserqualität ist der Hammer. Ich hoffe, man erkennt das trotz der Reflexion, wie klar das ist.
So, mittlerweile stehe ich wieder an der Brücke, wo ich auch begonnen habe, hier in Sohn. Und muss sagen, es ist ein kleines, feines Örtchen. Das, was es in der ersten Reihe gibt, ist alles echt hübsch und schön. Und in der zweiten und dritten Reihe sind dann wirklich nur noch Wohnhäuser. Aber auch schön, also gar keine Frage. Was mich fasziniert hat, ist diese Artenvielfalt der Boote, die es hier gibt, von klein und einfach bis zu absoluter Luxusjacht da hinten oder Luxussegler. Bin ich immer wieder überrascht, was es da doch für verschiedene Varianten und Preisklassen gibt. Ja, mir hat's gefallen. Auch die Nebenarme hier. Ich hoffe, euch auch. Macht's gut. Ich genieße noch ein wenig die Abendsonne. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.